Thema heute ist die Zeit. Ist ja jedermanns Thema, ne? Aber die, als Mittelpunkt für eine ganze Geschichte. Alles andere gruppiert sich drumherum, ist unwichtig. Nur sie an und für sich, als Erlebnis. Dabei hilft mir ein Tinnitus, der dauernd pfeift. Also habe ich nie eine Unterbrechung des Zeitgefühls. Ich habe auch zwischendurch ja Sachen gehabt, mit denen ich mich beschäftigen konnte, bin aber jetzt in meinem Alter und in meiner künstlerischen Situation nur noch auf die Zeit angewiesen. Die fülle ich mit nichts anderem aus, als mit ihr selber. Am liebsten wäre ich reingekommen und hätte gemerkt, es geht vollkommen in Ordnung, wenn wir von jetzt ab nichts miteinander sprechen, sondern nur das Sein ausprobieren. Ja. Können wir sein? Und das hätte ich gerne gemacht, aber das ist zu prononciert. Zeit ist verloren gegangen in der Filmerei, in dem Moment, wo man ununterbrochen drehen konnte. Dann ist also der Faktor Zeit in der Filmerei für mich nicht mehr interessant geworden. Ich brauchte nicht mehr komprimieren, Zeit komprimieren. Denn das ist der Film für mich schlechthin und ich nehme deswegen auch kein Filmmaterial mehr und filme auch letztens nicht mehr mit dem Video. Ich gucke aber in die Kamera, um die Zeit zu erleben. Das heißt, ich gucke in ein Objektiv, habe ich neulich gemacht, um das Nichts darzustellen. Und habe ich das so gemacht, dass ich, das war der letzte Streifen, den ich aufgenommen habe, dass ich die höchste Form, die ich aufbringen kann, an Intensität für dieses Nichts aufgebracht habe, für dieses Nichts des Drehmoments. Und habe mal geguckt, ob diese Intensität irgendwie im Raum dann auch tatsächlich spürbar wird. Also subjektiv muss ich ja liefern. Und was objektiv zu sehen ist, ist doch, sagen wir mal, konzentriertes Gucken. Und zwar eins, was sich von nichts ablenken lässt. Von nichts. Und keinem Gedanken. Die Kamera ist der Tod des Lebendigen. Also wenn du ins Objektiv guckst, ist ja nichts. Und deswegen habe ich auch nicht, sag mal, in die Linse geguckt, sondern eigentlich nur auf die Kamera zu und das wirken lassen auf mich, was in meiner Umgebung war. Und das ist so eine Prüfung des Energievorrates, wie viel man ohne was in der Hand zu haben aushält und wie viel Energie daran abgeleitet werden kann, an diesem Nichts. Ich wollte mich nicht rasieren die letzten Tage, weil man heute so ausschauen sollte. Drei Tage Bart, ne? Und deswegen habe ich gedacht, eigentlich könnte ich dann auch
mein Thema einfach damit illustrieren, dass ich mich rasiere. Ich rasiere mich. Als ich den Gerd Richter traf vor ein paar Monaten bei einer Ausstellungseröffnung vor einem halben Jahr, da gingen wir aufeinander zu, begrüßten uns herzlich und da fiel mir ein, du hast ein Oeuvre, habe ich ihm gesagt. Ja? Und ich habe keins, das ist ein Unterschied zwischen uns. Und da sagt er, ja, du hast keine Angst. Und 10 Jahre vorher, da steht dann im Zusammenhang, habe ich ihm erzählt am Telefon, dass ein Bekannter von ihm 1967, als er da in meinem Creme schieß, meine Filme zum ersten Mal sah, als ich zum ersten Mal so in der Kneipe gezeichnet wurden, da sagte der zu seinem Freund, was will der Mumazin jetzt noch machen? Und da habe ich ihm... 67. Und dann habe ich ihm das 2000, habe ich ihm das am Telefon gesagt, was er damals gesagt hatte darüber. Ah, ja. Und da sagt er schlichtweg ganz schnell, genauso schnell, da siehst du, wie weit wir damals schon waren. Heißt, in der Zwischenzeit ist nichts passiert. Zeit. Soweit gehe ich zumindest, was eine neue Einstellung zu den Dingen anbetrifft, die jetzt wirklich beim Nichts gelandet ist. Also ich habe jetzt auch inhaltlich nichts anderes, als das Nichts zu behandeln. Das ist ein Eingeständnis, der Unterschied Oeuvre heißt, der hat also immer weitergemacht, das, was er damals auch schon hatte, hat er variiert. Sagt er ja über sich selbst auch. Du siehst, wie weit wir damals schon waren. Das beinhaltet natürlich nicht, dass Schluss ist, aber es hat so was Ähnliches. Dass das schon Schluss war. Das war die letzte Avantgarde. Danach kam keine mehr, die mir bekannt wäre. Ich bin im Sinkflug, sagen wir mal, im freien Flug. Ja? Also wie ein Segler, ja? Ja. Du musst den Motor noch antreiben. Ich weiß nicht, welcher war ich da irgendwo dazwischen. Es ging mir nur spontan durch den Kopf, dass ich dachte, also von dem freien Sinkflug, da habe ich gedacht, das ist eine wunderbare Form von Poesie, weil du die Flügel ausgebreitet hast. Da ist jetzt so ein Schokobarren drin. Fühle ich mich da momentan mehr zu von inspiriert als von so einem Düsenflugzeug mit so vier dicken Turbinen oder so. Aber was willst du machen, wenn du Energieüberschuss hast? Was willst du dann machen? Ja? Also,
Das habe ich mir aber früh versagt, etwas zu machen, nur weil ich irgendwie Lust hätte, haben müsste oder dürfte oder könnte. Ich habe mich nie, sagen wir mal, gedrängt gefühlt aus einem Antrieb heraus, der einfach biologisch begründet ist. Das hat mir nicht gereicht. Und da habe ich gedacht, nee, das ist Missbrauch. Missbrauch der Kunst. Denn es ging, bei mir ging es immer um etwas. Und wenn es jetzt um etwas ginge, wozu ich in Beziehung stehe, ja, würde ich sofort wieder wissen, was ich zu arbeiten hätte. Also was ich zu suchen hätte. Und das weiß ich nicht. Nun sind wir alle jetzt ja pensioniert, diese Leute, die Alten. Ne? Es interessiert mich schon, wie die zum Segeln, zum Gas geben oder zu solchen Sachen stehen. Ich meine, so das Fliegen ist ja manchmal eine wunderbare Metapher, eigentlich manchmal hieraus fürs Künstlerische. Wenn man in so einem künstlerischen Fluss ist, das hat ja sowas Selbsttragendes manchmal. Mhm. Und man kennt natürlich auch die Abstürze, dass es auf einmal dann Luftloch ist oder so. Ja, das Tolle ist, weil ja dann das Handwerkliche so wunderbar ist. Wenn man das, ob es Schreiben ist oder Filmen oder Malen, wenn man einmal bestimmten Dreh raus hat und kann da sich weiter mit steigern, ist das ja toll. Aber ist nicht mein Ding. Im Moment denke ich an meine Schulzeit. Warum ich an die Schulzeit denke, ist, weil ich hier zum Fenster rausgucke. Ich habe ja keinen wichtigen Gesprächsbezug jetzt, keinen wichtigen, es läuft ja nichts ganz Wichtiges. In der Schule lief ja immer was Wichtiges, aber ich konnte das nicht für wichtig erkennen und habe dann immer zum Fenster rausgeguckt und gedöst. Das heißt, in der Schulzeit. Und damit kann man natürlich nichts werden, ne? In der Schule. Aber ich genieße es heute noch. Zum Beispiel jetzt auch, wenn wir hier sitzen, ableiten zu können. Woanders hin. Ja, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert mit der Schulzeit, weil ich glaube, zu deinen Zeiten war das wirklich, es ist ja heute auch noch so, dass man natürlich in der Schule nicht dösen soll. Aber jetzt dachte ich gerade nochmal an den neurowissenschaftlichen Kollegen. Ja. Die Neurowissenschaftler, die entdecken ja das Dösen als Qualität. Da passieren die eigentlichen Sachen. Da ist das Gehirn sozusagen befreit von überflüssigen Geräuschen. Und mich hat man gewarnt und sagte, wenn du das tust, dann verlierst du deine Konzentrationsfähigkeit und all diese, also deinen Kopf. Und damit räumen die heute auf. Das fängt jetzt so an, dass auch die ganze Fähigkeit des Lernens, alle wirklich interessanten Qualitäten, die schöpferische eigenverantwortliches Handeln und so weiter, dass die Basis davon gar nicht in diesem zielstrebigen Machen, sondern in dem...
mit der Eisenbahn auch den Griff. Der Griff war nicht sein. Ja. Ich habe versucht, die Landschaft wirklich so leer zu machen, wie man, aber einen Horizont zu haben, so leer zu machen. Wie ich das später übrigens mit der Videoarbeit auch gemacht habe, Fensterbild. Oh ja, das habe ich dann bei 293, 94 gemacht, auf der Insel da, wo Kaspar David Friedrich Rügen. Aus dem Café raus, auf dem Meereshorizont. Da bewegt er sich jetzt zwar nicht, aber das Meer davor bewegte sich. Hab eine Teleeinstellung gehabt, bis ins Nichts und hab die. Das Bild, es war ein diesiger Tag, ein regnerischer Tag, und da war in der Mitte der Horizont, den man kaum wahrnahm, wegen des Dunstes und des Regens, aber die Wellen gingen bis dahin. So, und dieser Film hatte eine Bewegung, wo sich die Wellen auflösten in den Pixeln des Videobandes. Das heißt, du wusstest nicht mehr, ist es das Band jetzt, was sich bewegt, oder sind es die Wellen noch? Ja. Das war für mich eine... Das ist natürlich auch für unerreicht halten, wenn du diesen Moment nicht hattest, den nicht da hattest. Ich habe dann versucht, das normal aufzunehmen, ging auch wieder nicht. Und dann später hingegangen, um jemand zu zeigen, da habe ich das gemacht. Ja. Den Blick kannst du nicht mehr machen. Sonst hat das Glück, dass im Vordergrund ab und zu Schwalben durchsaßen. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Als ich das zum ersten Mal las, da ging es ja nur um Tiefe und all sowas, ne? Um die Seele und alles Mögliche. Und das war so 1965, 63, als ich diese Filmtheorie von ihm in die Hände kriegte. Und da ist im Vorwort eben ganz, ganz sachte angedeutet, im Grunde um sein Motto. Was inwiefern Film fürs ganze Leben, für die ganze Welt steht und nicht nur für irgendwas Film. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Das muss man übersetzen nach heute, damals gab es das nicht, Umwelt oder so. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Ja, ich versuche die ganze Zeit das jetzt mal so richtig so hochzuladen, was ist das, was der jetzt da wird. Damals haben wir auch mit uns gesprochen. Mhm. Aber das ist mir geblieben und das hat mit dem Nichts was zu tun, das hat mit dem Inhalt zu tun, das Nichts. Es geht eigentlich nur darum, diese äußere Welt, diese unsere Welt, die Wirklichkeitswelt des Menschen oder überhaupt der Welt zu erhalten, erretten. Denn dass das errettet werden müsste, das war so interessant. Ja, aber was meinte er damals zu der Zeit? Das war doch... Der war weit vor. Siegfried Krankau. Und das Irre ist, diese jungen Studenten haben auch in meinen Experimentalfilmen gesagt, die Frage, Krakauer? Ach nee. Wieso? Die in China, ja, dass sofort einordnen konnten, woher ich komme. Woher der Geist dieser Sache steckt. Das ist erstaunlich. Ja. Und da war ich so platt. Das ist sowas wie, es sind so seltene Momente, wo man denkt, wie ein Lichtstrahl geht das durch alles. Ja, aber das war doch auf Krakau, das waren 60er Jahre oder war das schon früher? Viel früher, das war eine 30er Jahre, 40er, 50er Jahre Theoretiker. Ah,
Denn, ja, deswegen komme ich durcheinander. Und weil, der gehörte damals zu der intellektuellen Spitze überhaupt, nicht? Der Mitte des 19. Jahrhunderts, der frühen auch. Denn es gab da sonst auch diese Begriffe, dekonstruieren, dekollagieren und so weiter, alles auseinandernehmen durch Löchern der Wirklichkeit und so weiter. Ja. Aber da war er davor im Grunde genommen. Ja, er war davor und hat es eigentlich noch besser zusammengefasst, als es hinterher ausklamüsert wurde. Also, dass man sagen kann, es ist wirklich, wir bestehen aus Haut. Und es ist nur eine Lebensrettungsmaßnahme, was wir vor uns haben. Und die Art der Erhaltung. Und die Welt, die Naturerhaltung. Aber das alles zusammengefasst, also zu einem Leute-Thema, das ja auch eine Haut ist, also im Grunde genommen auch nur die Oberfläche zeigt, Film kann nie innen drin, was sie da denken oder so. Der Film sieht nur, was oben an der Oberfläche rauskommt. Okay, hat er das können genommen? Nur die Kletterer, die Geschichtenkletterer, die können die Seele da rein tun und, ja, und dann erzählen. Hat er denn da diesen Gedanken, was dann später kam, des Konkreten, sagen wir so, konkrete Poesie, konkretes... So Fachmensch, das kann man meiner Ansicht nach überhaupt nicht besser ausdrücken. Das alles andere ist schwächer. Die konkrete Poesie, das ist schön, das ist eben so, aber die Haltung der Auseinandersetzung geht ja viel weiter. Also trivial ausgedrückt heißt das, der Tropfen in der Wasserpfütze zum Beispiel, wo er dran denkt, wenn er solche... So. Ja, dass das eigentlich ist, das Phänomenale ist. Ich will das jetzt nicht weiter theoretisieren. Das ist nämlich ein Begriff, der verträgt keine große draufgesetzte Theorie. Es spricht einen unmittelbar an, ja. Also es ist rätselhaft genug, aber es verbirgt sich nicht. Poesie. Also das ist Wahrnehmung. Also Wahrnehmung ist für mich viel phänomenaler als Poesie. Poesie ist für mich nur eine Einschränkung. Du meinst, die Wahrnehmung an sich ist eigentlich Poesie. Ich weiß nicht, ob das die Poesie ist. Es geht auch viel drüber hinaus. Poesie will ja was Bestimmtes. Wenn die Wahrnehmung absolut frei ist. Nicht begrenzt. Durch eine Form, Vorgabe. Keine Struktur. Das ist zum Beispiel ein Problem, wenn man zum Beispiel arbeitet, mit welchem Medium immer, eben eine Struktur zu finden, mit der man richtig arbeiten kann, auf die man sich verlässt selbst dann. Weil man dann dort, sagen wir, so eine Stabilität erreicht, die sonst schwer zu fassen ist manchmal, die Sache. Aber es geht alles, es geht immer so einander über, ne? Von der Poesie zur Wahrnehmung, zur Form. Naja, wenn man mit Studenten spricht, muss man natürlich auch was parat haben, wo man es hintut und wie man es nennt und so weiter, klar. Ne? Begriffe sind halt letztendlich so der Kommunikationshalber, aber so ein bisschen sind die Begriffe auch, das Interesse an den Begriffen auch so ein bisschen verloren gegangen. Da habt ihr euch doch noch ein bisschen mehr darum geschlagen, oder? Begrifflichkeit. Ach ja, natürlich. Ich habe immer gerne das Wort untersucht, was im Wort drin ist, was das Wort meint, und nicht, wie man es gebraucht. Das hat mich schon interessiert. Denn das sind ja
Wurzelgewächse, diese Worte. Die kommen ja irgendwo her, wenn sie nicht einfach gesetzt. Ich finde es heute manchmal ein bisschen schade, weil es ist eine gewisse Tendenz so zu einer eindeutigen Trennung sozusagen. Kunstwissenschaft, Kunst, Künstler. Da dachte ich, der Künstler, na gut, ich muss mir darüber eigentlich nicht, oder ich muss diese Fragen nach den Wurzeln nicht mehr stellen, das machen die Kunstwissenschaftler und andersrum dann vielleicht auch. Ja, ja, dann ist Schweigen schon schöner. Es gibt dem Gedanken viel mehr Raum. Dieser Raum, das ist ja auch dann ein Ereignis. Also ein Schweigen, das kann ja ein ganz tiefes Ereignis sein. Das man, also Schweigen kann ein ganz tiefes Ereignis sein. Jetzt, wo du es eben benutzt hast, das dann was ausdehnt, dass so ein Raum entsteht. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, das sind so wichtige energetische Prozesse, die so. Das sind elementare Dinge, wenn man zum Beispiel anfängt, sagen wir mal, sein Lehrerdasein anfängt, dann ist die erste Frage natürlich, die man immer mit seinen Studenten gemeinsam erarbeitet, ist, was ist im Raum zum Beispiel? Die Frage, was ist im Raum? Ja? Und wenn du die Frage stellst, dann stehst du ganz schön mit dieser Frage da und musst sehen, was Raum ist, was Zeit ist, was all das ist. Ne? Und bis dann bei den Urelementen wie Liebe, Tod und Eifersucht, ja. Und dann bist du immer, und dann kannst du damit rummachen. Das, was dir dazu, wie du dich darin fühlst. Und das ist dann wohl das Lebensspiel, ne? Sich in diesen Räumen, Zeiten, Abläufen und in Geschichten zu bewegen oder außen vor zu bleiben, all diese Verhaltensweisen daraus. Und dann hast du recht, dann sind die Begrifflichkeiten schon, die einen dann abweisen, zurückschrecken oder anziehen, dass man dazu zugehört, zu etwas und fernbleiben will von etwas. Ja, ob das alles notwendig ist, was geschrieben wurde und was gemalt und gezeichnet wurde, das weiß ich nicht. Also, ob das notwendig fürs Ganze ist. Mhm. Es ist fürs Ganze bestimmt, dass sich Menschen damit beschäftigt haben und die Zeit klein gekriegt haben. Die Frage stellt sich ja auch immer wieder neu, ich denke, was also ganz blöd gesagt, was kann Kunst bewirken? Ja? Also ich meine, in verschiedenen Zusammenhängen. Wenn ich jetzt an diese Zeit da, ja, in Beuys Zeiten, 67 und so weiter, diese Avantgarden und so weiter, wo mit der Kunst unglaubliche ja, Utopien und wo man verbunden waren und eine Art, ja, eine Ausstrahlung, die etwas, also das Denken, das Bewusstsein verändert und so weiter. Ja, das war unser Wort damals, ne? Bewusstseinsveränderung, ja. Wollten wir betreiben. Ja. Dann sind wir mit der Kultur losgezogen, sind bei der Politik gelandet und auf die Nase gefallen damit. Da die Politik aber Vorrang hat vor der Kunst, muss schon so sein, ja, finde ich, die Kunst ist nach wie vor die Dienerin der Politik und des Lebens. Sie dient. Das ist ein Entertainment. Ja, und so versteht sie sich inzwischen selbst, die Kunst. Und deswegen haben die auch keine Probleme mehr. Die sagen, wir unterhalten, ja, das ist ja etwas, ja, womit ich die Menschen beschäftigen und unterhalten will. Und da innen der tiefe Stoff, also der weite, weit vor einem liegende utopische Stoff, kratzt einen dann nicht mehr. Dann ist man frei. Wenn man sich für die Unterhaltung entschieden hat, dann ist man auf der Höhe der Zeit. Würde nur kein Künstler zugehen wollen. Nee, Künstler sind,
Die Künstler als Handwerker dieser des Entertainments sind sie willkommen in dieser Gesellschaft. Sehr willkommen. Und das Irre ist ja, sie werden so leicht verstanden. Der Beuys hatte noch Widerstand. Also es gibt doch keinen Widerstand mehr gegen eine Art und Weise von Schrägheit, ja, die früher abgelehnt wurde. Weil es absurd war für viele Menschen, sich das vorzustellen, das wäre was. Ne? Jetzt ist alles egal. Also wir haben das früher immer einfacher ausgedrückt. Wir haben also gerne den Spruch wiederholt, der so immer wieder vorkommt. Was nützt des Menschen reger Geist, wenn er im Bette sitzt und scheint die Sonne noch so schön? Also da ist auch alles drin. Und da man heute dumm ist, wenn man die Frage stellt, was nützt des Menschen reger Geist, das ist keine Frage, nur eines, die vertun sich, das ist, als wenn es keine Utopien mehr gäbe, als wenn keine mehr kämen. Die nächste Welle ist eine Utopie und nichts anderes. Wir waren damals, zu jener Zeit, im utopischen Zeitalter, der 68er, sage ich mal so als Stichwort, waren wir Utopisten und haben die Welt verändert. Also die nächsten Utopisten sind die, die die Welt wieder verändern. Aber diese Avantgarde ist noch nicht da. Ich habe damals auch nicht geglaubt, dass die Welt sich verändern könnte, saß da und habe das getan, was ich mit 16, 17 gedacht habe. Als ohnmächtiger Kerl vor der ganzen Welt, was geschieht nicht. Und da habe ich mir gesagt, ich schaue genau zu, ich bin ganz wach, um zu gucken, was ist. Und plötzlich merkte ich, ich bin da, ich werde gebraucht. Und ich hatte das Glück, in jener Welle zu leben, die Mitte, Ende der 60er Jahre aufschäumte und saß da drauf und konnte handeln. Und zwar inhaltlich und formal auf einer stimmigen Ebene. Dieses inhaltliche und formal auf einer Ebene gibt es heute nicht mehr als Schwung. Und das ist die nächste utopische Generation, die nochmal anfängt, die Welt weiterzuentwickeln, weiterzutreiben. Dass das damals aus der Ästhetik ein Wunsch war, Bewusstseinsveränderung, kam und in die Politik musste, um ernst genommen zu werden, sonst wären sie nicht ernst genommen worden, wird nochmal die Frage aufwerfen, wird die Kunst nochmal ernst genommen? Das wird sie ja jetzt nicht. Ich nehme sie nicht ernst. Ich hatte einen interessanten Moment im Zusammenhang mit dieser Karaoke-Idee. Mhm. Dann hatten wir so eine Veranstaltung gemacht, um diese Idee von Karaoke überhaupt mal rüberzubringen, dass man sich dadurch persönlich äußern kann und zu. Ist auch egal. Von den Studenten kam dann, die hatten was ausgegraben, die hatten ein Video von Dutschke irgendwo ausgegraben, aus dem Internet, wo er in seinen großen Zeiten eine Rede hält über Bewusstsein und so definiert, das ist ja die Revolution, dass es da um was anderes geht als so, sondern es geht um Bewusstsein und das Ganze, also völlig, also das Radikale, ja. Und ich war jetzt verwundert darüber, wie das aufgenommen wurde, wenn man in diesem Kreis, jetzt nach, ich weiß nicht, wie 30 Jahren oder was dazwischen liegt, das war so, es wurde sofort ironisiert, also wie kann man. Man muss eines wissen, wir waren so erfolgreich, dass wir jetzt nichts mehr zu tun brauchen. Wir haben all das jetzt, was wir wollten, steht zur Verfügung. Das heißt, wir haben genau das durchgesetzt, was die heute alle bekommen, umsonst. Wir haben das alles, theoretisch steht uns unglaublich viel zur Verfügung, aber die Frage, was macht man damit? Ja? Also, ja, es ist so eine theoretische Möglichkeit. Das ist natürlich ein persönliches Problem, wenn man meint, was müsste was tun und steht nicht im Zusammenhang im Denken mit der Welt.
Und dann ist man, kommt man in den Stau mit sich selbst. Ne? Und deswegen gibt es Künstler, die versuchen, Stauauflösungen zu machen. Und das brauchen wir nicht, brauchen wir uns einmal nicht. Wenn man das Ganze sieht, da kommen wir auch nicht in Stau. Für mich war es ein ganz merkwürdiger Moment mit dem Dutschke, weil das war gerade sowas aus einer Zeit, wo so ein paar ganz radikale Gedanken drin waren. Genau das, und ich wusste, ich war jetzt auch selber gespannt, wie nehmen die das auf, aber im Stillen dachte ich mir, das ist aber jetzt natürlich der Punkt. Und ich dachte bei mir, ja, das, was der da sagt, in dem Moment, das ist einfach gut irgendwo. Ne? Also das hat ein Standing gehabt, weil das wirklich vom Tod. Und ich war ehrlich gesagt dann richtig verwundert, weil das ist völlig an den Leuten abgeprallt. Also in der Runde, wo wir waren, das war mit einem Schmunzeln, die Armen, ja, dann, wir sind ja nicht mehr, das haben wir ja alles hinter uns. Und das ist ein ganz merkwürdiger Moment. Ja. Ich meine, ich habe natürlich auch, weiß ja auch, wie das weitergegangen ist und wie sich das alles aufgelöst hat und so weiter. Weil jetzt bin ich jetzt auch keine große, nichts großes Visionäres mit verbunden, aber ich spürte da etwas durch von, also ein, wie ich jetzt einfach gesagt, ein Geist, ja, eine Begeisterung. Ja. Und ich weiß nicht, ob man ohne diese Begeisterung irgendwie Kunst machen kann oder sollte. Ja. Nur man kann sich nicht mehr mit Abgelatschertem umgeben und abgeben. Und da haben die alten Leute recht, die da lachen. Aber sie vergessen, dass sie vielleicht für was gebraucht werden. Und das ist das Tolle. Also ich merke, als ich meine ersten Filme machte, dachte ich, ach, das hat der Warhol bestimmt schon gemacht, das hat der schon gemacht. Dann habe ich nachgefragt, nee, nicht? Dann habe ich die gemacht. Und die Eisenbahnfahrt ist natürlich der beste Warhol, den es je gegeben hat. Der hat eine Stufe mehr. Er ist nicht nur eine Zeitkunst, die stimmig ist und eine Haltungsfrage, die stimmt, sondern es ist auch noch ein Zeichen. Zwischen endlich und unendlich. Die Eisenbahnfahrt als Schleife mit zwei Schnittpunkten, damit sie nicht als solche unbedingt erfasst werden kann, und die Zeitschleife, die eine Acht ist, die ist unendlich. Und das ist damals erkannt worden. Heute interessiert das keinen. Also mein anerkannt bester Film ist zum Beispiel unter den Sachen, die jetzt wieder herausgekramt wurden und die von MoMA gekauft sind oder von der Sammlung Stoschek gekauft sind, ne, dass die gar keinen, dass die wirken, andere wirken, die den Entertain-Effekt anders haben. Während die Eisenbahn den größten Entertain-Effekt hat, der hat aber keine Geduld, die 5 Minuten intellektuell durchzumachen, die man machen muss, um den Film verstanden zu haben, um sich dann dem Rhythmus und der Fahrt einfach hinzugeben. Und alle Eisenbahnfahrten und alle Autofahrten, die er je gemacht hat, versammeln sich dann beim Zuschauen in einem. Zwei Lager. Die einen, die aufstanden im Kino und sagten, aufhören. Viele hunderte Leute, die dagegen gegeneinander kämpften, und die anderen Sachen weitermachen und die dann wirklich im Genuss geblieben sind. Hm.
Das ist eine glückliche Verbindung, wenn man dann, sagen wir, den Genuss mit dem Gehalt, ja, auf einer Ebene hat. Aber der Zugang dazu ist heute verschüttet. Zu meiner Verwunderung. Also, aber das lässt mich nachdenken, was ist das, was die Leute da nicht mehr für aufschließt oder herangehen lässt. Das heißt, die meisten Leute haben zu viel Material, das sie nicht selektieren können und müssen dem Angebot, was am meisten wirbt, folgen, statt sich Zeit zu nehmen, das andere. Denn damals hieß das auch das andere Kino. Wie hieß es? Das andere Kino. Das wollte nicht das Kino sein. Auch nicht das Kino von Kluge und Reitz, was denn gesagt hat, Papas Kino ist tot. Da haben wir nichts mit zu tun gehabt, mit den Leuten, die denn doch Papas Kino gemacht haben. Sondern die Phänomene vor Augen führten. Menschliche Phänomene und natürliche Phänomene und künstliche Phänomene. Aber das war eine wichtige Epoche, die muss man nicht dauernd, die kann man nicht dauernd wiederholen. Man kann ganz große Wahrheiten nicht dauernd wiederholen.